Zur Christvesper 2020 begrüße ich Sie ganz herzlich. Herbei, o ihr Gläubigen, wird das erste Lied sein, das wir gleich hören. Und das wäre schön gewesen, wenn Sie in diesem Jahr, wie in allen anderen Jahren, hier herbeigekommen, geströmt wären zu unserem Kirchsaal in Köln-Hahn, um gemeinsam mit uns Gottesdienst zu feiern. Doch mit Rücksicht auf die Gesundheit haben wir uns dazu entschieden, in diesem Jahr anders Gottesdienst zu feiern. Ich bin mir sicher, dass Gott mit seinem Geist und mit der frohen Botschaft von Weihnachten den Weg auch in unsere Herzen und Zimmer auf diesem Wege finden wird. Und ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Zacharias. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Lasst uns beten. Mitten im Dunkel feiern wir das Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat. Mitten in schlechten Nachrichten feiern wir die gute Botschaft von Gottes Menschenfreundlichkeit. Mitten im Seufzen der Kreatur feiern wir die Hoffnung, dass Leid und Tod nicht das letzte Wort behalten. Aller Weltenden sollen sich in dieser Nacht freuen an der Herrlichkeit unseres Gottes. Großer Gott, richte unseren Blick auf das Kind in der Krippe.
und lehre uns deine Herrlichkeit sehen im Unscheinbaren. Öffne unsere Ohren für die Worte der Himmelsboten, die unserer geschundenen Erde Frieden ansagen. Füg uns zu denen, die sich aufmachen, den Christus zu finden in Menschengestalt. Füll unser Herz mit den Lobgesängen der heiligen Nacht und tauche unser Leben in dein gnädiges Licht. Amen. Wir hören die Geschichte von Jesu Geburt, Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Viganella heißt ein Dorf in Piemont in den italienischen Alpen. Dieses Dorf hat eine Besonderheit. Uns stehen beim Stichwort Italien vermutlich sonnendurchflutete Landschaften vor Augen. Viganella aber liegt in einem so engen Tal, dass dort von November bis Februar kein Sonnenstrahl hingelangt. Der Ort liegt tagsüber beständig im Schatten. Nun brauchen wir Menschen Sonnenlicht, sowohl seelisch als auch körperlich. Die Einwohner von Viganella litten im Winter unter dem Sonnenmangel. In vielen Bergdörfern gibt es eine Abwanderung der jungen Leute in die Städte. In Viganella war sie so groß, dass der Ort auszusterben drohte. Eines Tages aber hatten der Bürgermeister und ein befreundeter Architekt eine geniale Idee. Sie haben auf dem Berg einen computergesteuerten Spiegel aufgestellt, der das Licht im Winter ins Dorf hineinspiegelt, solange die Sonne eben jeden Tag scheint. Seitdem sind das Dorf und seine Bewohner aufgeblüht. Uns in einem finsteren Tal zu bewegen oder darin zu sitzen, dieses Gefühl ist uns nicht unbekannt. Wir wohnen zwar auf dem Köln-Hahn, also auf einer der Anhöhen Wuppertals, aber ungefähr seit März wirft eine Pandemie ihre Schatten über unsere Stadt, unser Land, ja über die ganze Welt. In den Sommermonaten war der Schatten etwas aufgehellt. Wir meinten schon, wir hätten das Schlimmste überstanden. Dann aber kehrte die Pandemie mit verstärkter Wucht zurück. Täglich erkranken Tausende von Menschen, Hunderte sterben. Die Krankenhäuser sind überlastet. Politiker und Politiker versuchen verzweifelt, die Pandemie einzudämmen. Wir leiden, sowohl unter den Einschränkungen als auch unter der Angst vor der Krankheit. Wir alle sitzen zurzeit in Finsternis und Todesschatten. Sicher werden wir im Laufe unseres Lebens immer wieder mit Tod und Krankheit konfrontiert. Aber die Bedrohung durch Corona ist so umfassend, wie wir es noch nicht erlebt haben. Die Reaktionen der Menschen sind unterschiedlich. Die einen werden überaktiv, gehen auf Demonstrationen und schieben alle Schuld auf die Politiker. Die anderen sitzen wie erstarrt im Schatten des Todes und trauen sich nicht unter die Menschen. Einer, der in einer Krisenzeit zur Passivität verurteilt ist, ist der Beter des eingangs vorgelesenen Psalms, nämlich Zacharias, ein Priester im alten Israel. Zum einen lebt er in einer schwierigen Zeit, denn Israel steht unter römischer Oberherrschaft und reibt sich immer wieder an den Vorschriften der ungeliebten Eroberer. Manche rufen sogar zu bewaffnetem Widerstand auf. Zacharias leidet mit seinen Volksgenossen, aber als frommer Priester gehört er zu denen, die gewaltfrei auf den verheißenen Retter Israels warten. Darüber hinaus steckt er in einer persönlichen Krise. Er und seine Frau Elisabeth sind ungewollt kinderlos geblieben. Inzwischen haben sie ein hohes Alter erreicht und jede Hoffnung aufgegeben. Da bekommt Zacharias Besuch von einem Engel. Er verheißt Elisabeth eine späte, wundersame Schwangerschaft und einen Sohn. Dieser Sohn soll dem Retter Israels den Weg bereiten. Zacharias ist von dieser Botschaft völlig überrascht. Deshalb verordnet der Engel ihm eine Art Denkpause. Er verliert seine Fähigkeit zu sprechen. Elisabeth wird dann tatsächlich schwanger. Diese 9 Monate bis zur Geburt ihres Kindes müssen eine stille Zeit sein. Denn Mann und Frau können sich nur im begrenzten Rahmen verständigen.
Unmittelbar nach der Geburt ihres Kindes löst sich die Zunge von Zacharias und er stimmt einen wortgewaltigen Lobgesang an. Ich lese noch einmal die letzten Verse. Es wird uns besuchen, das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheinen denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. 9 Monate verordneter Ruhe und dann ein großer Lobgesang. Das beeindruckt mich an Zacharias. Auch hinter uns liegen ja ziemlich genau 9 Monate verordneter Ruhe. Wir waren gezwungen, von unserem hochtourigen Leben ein wenig runterzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Haben wir die Zeit zum Nachdenken genutzt? Dazu einmal darüber nachzudenken, wie gut es uns eigentlich vor Corona gegangen ist und in weiten Teilen immer noch geht? Nein, vielerorts war nur Klagen, Schimpfen und Protestieren zu hören. Zum Teil war das Klagen auf hohem Niveau. Wir sind in diesem Teil der Erde viel besser geschützt als anderswo. Wir leben in einem Rechtsstaat und haben ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem. Wir haben über 70 Jahre ohne große Beeinträchtigungen gelebt. Die Täler des Todesschattens befanden sich da an anderen Orten dieser Erde. Wir haben hier trotz Corona immer noch viel Anlass, Gott zu loben. Aber Zacharias lobt Gott nicht einfach nur so, sondern aus besonderem Grund. Denn ihm ist der lang erhoffte Sohn geboren, Johannes. Er soll der Wegbereiter des noch viel länger ersehnten Retters von Gott werden. Auch wir feiern an Weihnachten die Geburt eines Kindes, nämlich genau des Retters, dem Johannes den Weg bereiten soll, die Geburt Jesu Christi. Und wie mit der Geburt von Johannes ein Lichtstrahl von Gottes Liebe in Zacharias umdunkeltes Herz trifft, so lenkt Gott in Jesus das Licht seiner Liebe, Zuwendung und Anteilnahme in unsere Finsternis, in unseren Todesschatten. In Jesus geht zum einen das Licht von Gottes Liebe und Gnade über unsere Welt auf. Gottes Liebe hat eine weite Perspektive. So wie der Lobgesang von Zacharias. Gott will das Heil aller Menschen und Völker. Er will diese Welt und ihre Menschen nicht im Tal des Todesschatzens sitzen lassen, auch nicht im Schatten von Corona. Aber das Licht eines neuen Tages stiftet nur da Hoffnung, wo es nicht über uns hinweggeht. Immer wieder geht die Sonne auf. Das wäre mir als frohe Weihnachtsbotschaft zu wenig. Dass die Sonne jeden Tag neu aufgeht, das wussten auch die Menschen von Viganella von alters her. Aber ihnen fehlte die persönliche Berührung durch das Licht. Gott weiß, dass sich unsere Seele nach Licht sehnt. Deshalb lenkt er durch einen Menschen, wie durch einen Spiegel, das Licht seiner Liebe in unsere Finsternis, in unseren Todesschatten, nämlich durch die Sendung Jesu Christi. Schon seine Geburt zeigt, das Licht der Liebe Gottes geht nicht über die dunklen Winkel dieser Erde hinweg. Es trifft mitten in sie hinein und besucht die Menschen dort. Für Jesus ist kein Platz in der warmen, erleuchteten Herberge, sondern er kommt in einem dunklen, kalten Stall zur Welt. Auf seinem Lebensweg bleibt er den Schattengestalten treu, den Kranken und Aussätzigen, den Trauernden und Außenseitern. Er teilt ihre Dunkelheit und macht sie hell, indem er Gottes Liebe an sie weitergibt, bis hin zu seinem Tod am Kreuz. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Jesus ist uns nah, wenn wir einsam auf einer Isolierstation liegen oder im Altersheim wohnen, wenn wir um Verstorbene trauern oder selbst den Tod fürchten. Er lenkt durch seine Nähe einen Strahl von Gottes Liebe in unser Dunkel und hilft uns, das Dunkel auszuhalten
das Dunkel von Krankheit, Angst und Trauer. Jesus ist uns viel näher, als wir uns oft gegenseitig. Wir, die wir in unserer Angst, unserer Sorge um das eigene Wohl erstarren. Die wir im dunklen Tal verharren und anderen Nähe vorenthalten. Dabei können schon kleine Aktivitäten ihr Dunkel aufhellen. Ein Telefonanruf, ein Brief, eine Besorgung. Irgendein Zeichen, dass uns das Ergehen unseres Nächsten nicht gleichgültig ist. Ein Zeichen des Friedens in einer Zeit, in der wir alle aus dem Gleichgewicht geraten sind und uns nach innerem und äußerem Frieden sehnen. Gott hat uns seinen großen Friedensstifter gesandt, Jesus Christus. Er lenkt das Licht der Liebe Gottes auch in das Tal meiner Sorgen und Ängste. Er bringe uns in Bewegung und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dadurch, dass du, liebe Hanna, Orgel gespielt hast, hatte Klaus Möbius diesmal die Hände frei und konnte sich auf die Technik konzentrieren. Danke, Klaus, für deine Mühe mit uns, die du dir gemacht hast. Lasst uns beten. Das Licht wird wiederkehren, das hast du verheißen, Gott. Die Schatten des Todes werden verschwinden, auch das hast du uns verheißen, du Gott des Lebens. Wir warten.
Wir sehnen uns nach Licht und Leben. Komm. Komm zu den Kranken und Infizierten an den Beatmungsgeräten und auf den Intensivstationen. Komm zu denen, die sie behandeln und begleiten. Vertreib die Schatten des Todes. Komm zu den Familien in Anspannung und Sorge. Komm zu den Alleingelassenen, die sich vor Weihnachten fürchten. Vertreib die Finsternis. Komm zu den Mächtigen und gib ihnen Liebe zur Gerechtigkeit. Komm zu den Einflussreichen und wecke ihre Liebe zum Frieden. Komme zu deiner Kirche und mache uns zu Hoffnungsboten. Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens, du Gott des Lebens. Wir warten auf dich. Komm. Und alles, was uns persönlich auf dem Herzen liegt, legen wir hinein in die Worte, die Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in das Weihnachtsfest und die Zeit danach unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.